Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Heute geht's auf nach Silverstone zum Heimrennen der Formel 1, wenn man so möchte. Auf die Strecke freue ich mich sehr, muss ich sagen. Das Auto ist mittlerweile so gut geupgradet, dass das richtig viel Spaß machen sollte in den ganzen Highspeed-Kurven. Das wird, glaube ich, echt eine gute Sache. Ein kleines Upgrade soll noch ankommen. Leider nur ein kleines halt. Ich hoffe mal, dass das immerhin funktioniert. Davor kümmern wir uns aber darum, noch irgendwas anderes ans Auto zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn Upgrades nötig? Auch wahrscheinlich beim Motor mal, oder? Bei der Aero sieht es richtig gut aus, beim Chassis eigentlich auch. Und ich glaube, der Motor, das wird ein bisschen schwierig. Obwohl, nee, auch hier sind wir ganz gut dabei. Also eigentlich echt überall. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wir den Motor schon länger nicht geupgradet haben. Ja gut, aber davon juckt mich jetzt nichts. ERS oder Treibstoff, ja, kann man auch beides erstmal vernachlässigen. Ich glaube, da gibt es Wichtigeres. Dann holen wir uns doch einfach hier bei der Aerodynamik. Dieses Ultimative, das soll, boah, das dauert aber noch eine Ewigkeit, bis das ankommt. Ich glaube, hier könnte es sich wirklich lohnen, das Upgrade zu rushen, oder? Falls es nicht funktioniert, ist es natürlich bitter. Aber wenn es funktioniert, bekommen wir es gleich 2 Rennwochenenden früher. Das lohnt sich schon, würde ich behaupten. Da das aber insgesamt immer noch ziemlich lang dauern wird und da wir gerade genug Kohle auf dem Konto haben, verbessern wir die Bauzeit doch mal bei der Aero und beim Chassis. Und dann müssen wir erstmal vorsichtig sein, nicht dass wir dann nicht genug Geld haben bei der Vertragsverhandlung. Kommt denn das eine Upgrade an, welches ankommen soll immerhin? Oh ja, das tut es tatsächlich und somit kommen wir, glaube ich, noch ein Stückchen näher ran an diese Top-Teams. Die werden nicht geupgradet haben, so wie das hier aussieht. Let's go, man, das könnte wieder ein starkes Wochenende werden, wie schon in Österreich. Mal sehen, ob wir dem Sieg heute noch einen Schritt näher kommen. Und noch ein Schritt näher würde bedeuten, dass wir gewinnen. Sehr viel näher als in Österreich kann man nämlich gar nicht dran sein. Boah, das macht ja heute wirklich mega viel Spaß. Das Auto fühlt sich unglaublich gut an. Jetzt muss nur noch das Ergebnis stimmen hier im Qualifying. Und zumindest zwischenzeitlich tut es das schon mal. Platz 1, so, let's go. Das ist mir wichtig, hier heute abzuliefern, weil wir es bisher ja nur einmal in Q3 geschafft haben, in Österreich. Da hat es aber geregnet, das war so ein bisschen besonders. Somit wäre es schön, das heute auch unter normalen Umständen zu schaffen. Oh yes, das sieht doch richtig gut aus. Auf Position 3 kommen wir weiter in den zweiten Teil des Qualifyings hinter beiden Mercedes und vor allem Russell. Boah, der ist krass drauf. Der hat die letzten beiden Rennen gewonnen. Hat uns ja auch in Österreich den Sieg gekostet, wenn man so möchte, mit seiner starken Leistung. Also auf den müssen wir aufpassen. Ich habe gerade so ein bisschen die Augen zusammengekniffen, weil ich hier keinen Pastor sehe. Sag mal, was macht der denn? Der hat gar keine Zeit gesetzt. Was? Was ist denn das? Moment, wo sieht man das hier? Rennleitung, Ereignisse, was ist denn da passiert? Totalschaden! Was? Was hast du gemacht, Pastor? Och nö, ey. Alter, das ist nicht dein Ernst. Der hat so gut losgelegt in dieser Saison, aber jetzt geht seit ein paar Rennen schon nicht mehr so viel und dann kommt hier sowas im Qualifying. Ja, super, das wird doch wieder das nächste Null-Punkte-Rennen. Ja, gute Runde, aber ich glaube, für die Mercedes wird das nicht reichen. Dafür müssen wir echt absolut fehlerfrei sein. Hoffentlich ist das aber schon genug, um uns vielleicht in Q3 zu bringen direkt. Oh ja, das ist kein Riesenrückstand. Ich glaube, das könnte wirklich genügen. Und so ist es auch. Auf Platz 6 kommen wir weiter. Eine halbe Sekunde allerdings hinter George Russell. Puh, also um den heute zu schlagen, muss man sich echt warm anziehen. Da ist nicht mal Hamilton so richtig nah dran. Hat er auch schon 2 Zehntel Rückstand auf seinen Teamkollegen. Dennoch, richtig gutes, cleanes Qualifying bisher. Ein Run in Q1, ein Run in Q2. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Jetzt geht's um die Pole Position hier in Silverstone. Scheint so, als hätte Mercedes ganz klar die Oberhand. Die waren jetzt erster, zweiter in beiden Sessions. Aber das, was am Ende da steht, am Ende von Q3, das zählt. Und ich hoffe, dass wir uns da vielleicht irgendwie auch noch einmischen können. Auszuschließen ist das nicht. Hier ist keiner so richtig weit weg. Ja gut, den Jungs traue ich jetzt eher weniger zu. Aber bis Perez kann, glaube ich, jeder hier heute die Pole holen. Oh ja, beste Runde bisher, würde ich behaupten. Eine 1,23er Zeit werden wir auf jeden Fall mal brauchen, um irgendwo ganz vorne mitzumischen. Und die ist es halt leider nicht. Eine halbe Sekunde Rückstand auf Lewis Hamilton. Was hat denn der hier rausgezaubert? Keine Ahnung. Immerhin sind wir aber mal vor Russell.
ja, das ist doch mal eine richtig schöne Runde zum Abschluss dieses Qualifyings. Das wird nicht für ganz vorne reichen. Vielleicht aber erste Startreihe oder so. Ja, erste Startreihe hier in Silverstone. Position 2. Nur hinter Lewis Hamilton, der hier weiß ich was gemacht hat. Das war eine wirklich krasse Runde von ihm. Aber das ist mega. Unfassbar. Alter, wie sieht ein Lewis auf dem Bild da aus? Irgendwie komisch, oder? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall sehr starke Leistung von Hamilton. Der ist aber in der WM nicht ganz so wichtig. Der hatte schon ziemlich viel Pech in dieser Saison. Ist deshalb relativ weit hinter uns noch. Das kann sich auch noch schnell ändern, so früh in der Saison, klar. Wichtig war es mir aber vor allem, gegen Russell mal ein Zeichen zu setzen. Das ist gelungen. Muss es jetzt aber auch im Rennen noch. Das ist klar. Dafür gibt es noch keinen Punkt, kein gar nichts. Das ist schön. Das ist eine super Ausgangsposition, aber mehr als das auch noch nicht. Also so langsam könnte ich mich an so eine erste Startreihe gewöhnen. Die Strategie, vorgeschlagen wird eine Medium Hard. Ich weiß noch aus der Fahrerkarriere, da hatten wir dieses Silverstone-Rennen ja zuletzt erst vor gar nicht so langer Zeit, dass dort die Medium Soft echt schlecht war. Soft Medium, da haben wir eine Soft Medium gemacht. Allerdings ist da das Auto halt auch nicht geupgradet, somit müssen wir hier mal gucken. Vielleicht kann man eine Medium Soft aus dieser Medium Hard machen, aber wir fangen auf jeden Fall mal so an und schauen halt, wo das hinführt. Sprit noch ordentlich runter und dann geht's direkt an den Start. Ist das heute vielleicht der Tag? Wer weiß. In Österreich waren wir ganz nah dran. Vielleicht gelingt heute der nächste Schritt. Aber selbst wenn nicht, dann hoffe ich einfach, dass wir weit vorne wieder mitmischen können, wieder gute Punkte mitnehmen können. Im besten Fall ein Podium. Und dann sind wir natürlich nach wie vor richtig gut dabei in der WM. Das ist das große Ziel. Und ich meine, wenn wir so weitermachen, ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser erste Sieg auch endlich mal kommt. Let's go! Das war der Start der Einführungsrunde hier in Silverstone, dem Mekka des britischen Motorsports. Der Streckenverlauf hat sich im Laufe der Jahre zwar oft verändert, aber den Geist der Strecke, auf der 1948 der erste große Preis von Großbritannien abgehalten wurde, den kann man auch heute noch spüren. Es gelingt für einen Start. Oh ja, ein guter, ein richtig guter. Direkt vorbei an Lewis Hamilton in Kurve 1 hinein. Wir führen den großen Preis von Großbritannien an nach der ersten Kurve. Was ein cooler Moment. Gelingt es das jetzt auch zu verteidigen? Für diese erste Runde zumindest mal. Das wäre verdammt wichtig. Die KI ist immer super stark in so ersten Runden. Da dürfen wir jetzt echt nichts anbrennen lassen. Müssen alles dafür tun, um hier vorne zu bleiben. Und dann gelingt es hoffentlich natürlich wegzukommen von Hamilton. Im besten Fall gleich aus dem DRS mal rauszukommen und das hier so ein bisschen zu kontrollieren. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht ganz so leicht werden wird. Das auf keinen Fall. Dennoch, genialer Start. Aber auch irgendwie lustig. In Österreich haben wir die Pole, die wir hatten, immer hergeschenkt, oder? Da ist es nie gelungen, die Führung zu behalten. Jetzt von Platz 2 aus lief das sehr viel besser. Wir übernehmen die Führung und haben das Ganze hier aktuell im Griff. Auch wenn Lewis natürlich Druck macht. Der möchte die Führung zurückhaben und greift auch jetzt schon an in die S-Kurve hinein. Kann das allerdings nicht durchziehen. Hier auf der Hangar Straight kommt zum Glück nichts Zwingendes von Hamilton. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt haben wir diese erste Runde schon mal überstanden. Schlimmer als das wird es hoffentlich erstmal nicht werden, was Hamiltons Pace angeht. Ah, nee, wir scheinen hier leider nicht so wirklich wegzukommen. Das mit aus dem DRS fahren, das wird gar nichts. Hamilton auch mit der schnellsten Rennrunde. Ja, der wird hier wahrscheinlich gleich mal vorbeiziehen und das ist auch okay. Dann müssen wir halt versuchen, da dran zu bleiben mit dem DRS. Das ist, glaube ich, die deutlich bessere Taktik, als hier jetzt irgendwie vorne wegzufahren. Wir kommen hier nicht weg, absolut nicht. Somit ist das nicht schlimm, wenn die Führung jetzt mal wechselt. Vielleicht hier schon auf der Wellington Straight oder wir nutzen extra kein ERS. Oh ja, und dann ist Hamilton erstmal vorbei. Jetzt aber auch mithalten. Das wird ganz entscheidend sein. Wenn das nicht gelingt, dann... Ja, dann ist es schlecht. Dann sind wir offensichtlich mal wieder nicht ganz schnell genug. Ja, doch, das sieht aber zumindest nach ein paar Kurven direkt mal ganz gut aus. Hinten geht's ab zwischen Russell und Verstappen. Scheitel verpasst hier in den S's, aber das ist voll okay. Einfach dranbleiben, jetzt immer das DRS mitnehmen und dann ist alles in Ordnung. Oh, da hinten geht's immer noch zur Sache. Somit können wir uns jetzt mal ein bisschen lösen von den Jungs. Boah, das ist ja aber kein Spaß. Also Hamilton, boah, der gibt wirklich Vollgas. Wir müssen so gut wie andauernd im Qualifying-Modus hier sein, um auch nur ansatzweise mithalten zu können. Ich finde es aber sehr cool, dass Hamilton hier in dieser Karriere so stark ist, so wie es sein sollte. Ich meine, wir sind mittlerweile in der dritten Saison und der ist offensichtlich immer noch fähig, hier sowas abzuliefern. Das war in den letzten Spielen nicht unbedingt so. Da ist er häufig richtig krass eingebrochen nach so ein, zwei Saisons. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Von daher ist es sehr schön, das jetzt so zu sehen.
Ja, auch wenn ein bisschen langsamer nicht schlecht wäre, Lewis. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Wir sind mittlerweile fast bis auf 2 Sekunden weg von Russell. Ja, was uns halt wirklich extrem rettet, ist das DRS. Nehmen wir an, das gäbe es nicht, dann wäre Hamilton hier schon deutlich weg. Also wirklich deutlich, der ist richtig viel schneller. Wir kommen nur auf den Geraden immer sehr, sehr gut ran. Ah, Fehler von Hamilton. Lol, wie stark war eigentlich das DRS gerade auf dieser Hangar Straight? Das ist ja unglaublich, wie man da angeschossen kommt. Fetter Verbremser aber von Lewis, der ist direkt eine Sekunde hinter uns und hat jetzt vielleicht ein Problem gegen Russell gleich. Ah, das hat aber nicht lang gedauert, bevor Hamilton hier wieder aufgeschlossen hat. Dann kommt schon wieder der erste Angriff und das lassen wir auch geschehen. Es hat mir echt gut gefallen, da so hinterher zu fahren. Ich war gar nicht mal so begeistert von Lewis Verbremser. Aber jetzt ist das ja alles wieder in der alten Reihenfolge. Allerdings haben wir Russell jetzt hinter uns. Der hat sich da schön mit rangezogen hinter Hamilton. Das ist nicht so geil. Jetzt haben wir es mit beiden Mercedes hier zu tun. Und die sind halt beide nicht so verkehrt an diesem Wochenende. Das hat man ja im Qualifying unter anderem gesehen. Russell sowieso, mit dem ist eh nicht zu spaßen. Nach 2 Siegen in Folge ist der natürlich völlig on fire hier. Aber der wird es jetzt schwer haben, vorbeizukommen. Ich glaube, das wird sogar unmöglich für ihn sein, solange wir im DRS von Hamilton bleiben. Ey, boah, das hier ist wirklich der Wahnsinn. Wie man da aufschließt, auch so gegen Ende der Gerade, aber erst so extrem. Das ist unfassbar. Aber natürlich gut zu wissen für, wenn wir dann mal überholen wollen. Also irgendwann vielleicht, was weiß ich, in den letzten Runden im Optimalfall, wenn wir hier so lange dranbleiben können. Dann wird das natürlich enorm helfen. Oh, jetzt, wenn man aber eher hinterherfahren möchte, ist das nicht so toll. Mega untersteuern da in Kurve 1, die Reifen. Ah, die gehen noch. Aber ich denke, wir werden trotzdem einfach diese geplante Medium Hard anpeilen. Das ist sinnvoller. Oh, jetzt Hamilton kurz mal raus aus der Sekunde. Das war jetzt nicht so toll. Aber das DRS haben wir noch. Ja, und das behalten wir auch erstmal, aber da hat man gerade ganz gut gesehen, wie schnell es gehen kann. Ein paar Kurven, die nicht optimal passen und schon ist der weg. Hey, wo gehst denn du dahin? Okay, also zugegebenermaßen war das eine sehr weite Linie. Ich wollte halt schön viel Schwung mit hinausnehmen auf die Gerade. Aber trotzdem muss der da nicht innen reinstechen, Alter, und zwar absolut nicht. Also, come on. Und sag mir nicht, dass der dadurch jetzt vorbeikommt. Nee, 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 mein Freund. Auf gar keinen Fall machen wir das hier so. Das kannst du voll vergessen. Da Lewis durch die ganze Aktion jetzt aber so ein bisschen weggekommen ist, nutzen wir das für den Boxenstopp. Undercut-Versuch jetzt gegen Mercedes und Hamilton. Ich hoffe, dass wir deutlich hinter dem Feld rauskommen, damit wir schön freie Fahrt haben. Bin mir da nicht so sicher, weil alles ziemlich weit auseinandergezogen ist. Aber, weiß nicht, das... Was heißt Risiko? Der Versuch war es mir jetzt einfach wert, dadurch dann vielleicht vorbeikommen zu können. Komm schon, Jungs, bitte, guter Stopp. Oh, das ist langsam ohne Ende. Mann, ey, sei... Fickt euch, ey, wirklich, das ist bodenlos. Dann kommen wir auf die Strecke, auf Position 17. Hier sind so ein paar vereinzelte Fahrer, aber keine Riesengruppe, die jetzt unmittelbar vor uns ist. Das ist wichtig. Jetzt schön pushen, möglichst Quali-Runde nach Quali-Runde hier abspulen. Und dann, dann wird es jetzt mit dem schlechten Stopp natürlich schwierig. Aber wer weiß, wenn die noch ein bisschen länger fahren da vorne, kann es trotzdem reichen. Oh, oh, Chance jetzt gegen Theo in Kops hinein. Das müssen wir auch fast machen, damit er uns nicht aufhält. Hamilton Verstappen, Hamilton Verstappen. Okay, das war ein bisschen übervorsichtig. Aber ich hatte auch keine Lust, da zu kollidieren. Komm schon, Theo. Ich weiß, das ist eine dumme Überholstelle. Eine sehr dumme. Aber wir dürfen wirklich keine Zeit verschwenden, wenn das irgendwas werden soll mit diesem Sieg. Oh, das war jetzt aber sehr bescheuert. Oder jetzt bekommt er nämlich das DRS. Wird sogar die Chance haben, um zu kontern. Oder nein. Na gut, immerhin hat sich das dann gelohnt. Weitere Boxenstops jetzt eine Runde später, aber das ist alles jetzt nicht so toll, was hier passiert ist in dieser letzten Runde. Wird nicht helfen gegen Hamilton. Korn ist als nächster an der Reihe, kommt er an die Box vielleicht? Nein, oh, aber der verteidigt, das wird es ja um die WM gehen, ja super. Das ist natürlich sinnvoll. Magnus und Stroll jetzt noch drin, die bekommen wir auch easy. Ja, ich denke, wir werden alle easy bekommen, außer halt Hamilton. Und das war eigentlich das große Ziel mit diesem früheren Stop. Russell wurde jetzt so ein bisschen durchgereicht, lol, was passiert denn da bei George? Hat der vielleicht ein Problem oder was? Ich weiß es nicht. Der ist auf einmal nur noch Vierter oder so. Oh, gelbe Flagge. Auch nein. Och nö, ey. Also bitte. Safety Car. Hamilton ist gerade an der Box. Ja. Ah, Alter, ist das bodenlos. Wirklich. Kannst du keinem erzählen.
Oh ja, und es ist natürlich das hier, dass diese scheiß KI einfach zu dumm ist, um an die Box zu kommen. Verstappen will da, glaube ich, an die Box, Sainz nicht, und dann lenken die da ineinander rein wie Vollidioten. Jedes Mal dasselbe hier in Silverstone, Mann. Und sowas macht uns jetzt vielleicht den Sieg kaputt. Es ist natürlich noch nicht vorbei, aber das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So eine Dummheit. Nein, ist das Delta jetzt schon weg, weil der Führende bereits dran ist am Safety Car. Das haben auch noch nicht alle gestoppt. Also Hamilton ist drin, das ist natürlich das Bittere. Aber Russell und auch, weiß ich, einer der Red Bulls, der da noch dabei war, und Ferrari, die sind alle noch draußen geblieben. Und ich glaube, wir werden sogar direkt hinter Lewis sein, oder? Dann habe ich das jetzt auf den ersten Blick sogar falsch eingeschätzt. Der McLaren hier noch, oh, den würde ich gerne bekommen, Bottas. Oh, und das reicht auch. Gerade so noch vor der Safety Car Linie da. Sehr, sehr gut. Ja, aber wir sind halt 10 Sekunden hinter Hamilton, ne? Also das ist schon krass, wie viel der dadurch jetzt gewonnen hat. Das ist einfach nur Riesenglück, dass hier nicht noch irgendjemand zwischen uns beiden ist. Oh, okay. Ja, so viel zum Thema Riesenglück. Mann! Jetzt setzt sich das in dem Spiel sofort wie im letzten, oder was? Nie in dem Scheißrennen, immer wenn es halbwegs gut ist. Jedes Mal, Mann. Das kann nicht wahr sein. Obwohl es jetzt in der Saison der erste ist, das kann man schon so akzeptieren. Aber was macht der hier eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Aber dass das in so einem Rennen kommt, ey, Mann, da könnte ich schon wieder kotzen. Das ist unfassbar. Immerhin gewinnt Hamilton vor Verstappen und vor Leclerc. Ich glaube, die alle drei waren in der WM nicht so nah an uns dran. Also ist das echt in Ordnung. Russell wird nur Vierter immerhin. Das sind trotzdem 12 Punkte, die er auf uns gut macht. Aber das hätte wesentlich schlimmer sein können. Pastor, super Comeback, muss man sagen. Vom fast letzten Startplatz aus hier noch Siebter zu werden. Das ist nicht schlecht, aber mit dem Auto muss man sowas auch eigentlich hinbekommen, muss man ehrlich sagen. In der WM, ja, es ist immer noch erträglich. 27 Punkte Rückstand jetzt auf Russell. Es könnte auch schlimmer sein, aber dennoch unfassbar bitter. Das hier hätte heute unser erster Sieg werden können. Wir wären gleich am Safety Car Restart direkt hinter Hamilton gewesen. Auf Platz 1 und 2, weil alle davor noch nicht gestoppt haben. Und was dann möglich ist, da wäre alles möglich gewesen. Wir konnten gut mit dem mithalten im ersten Stint. Also das tut schon weh, Mann. Dieser Sieg lässt nach wie vor auf sich warten. Aber gut, ich bin froh, dass wir jetzt mal einen Motorschaden aus dem Weg geräumt haben, immerhin. Weil das mal einer kommen muss in so einer Saison, ist auch klar. Und zumindest einen haben wir jetzt schon mal hier hinnehmen müssen. In der Konstrukteurs-WM, boah, da konnte Mercedes sich jetzt ganz schön absetzen in den letzten Rennen. Ja, die sind halt beide extrem stark, das ist der Wahnsinn. Leider Red Bull auch vorbei, aber immerhin nur knapp. Wisst ihr, was das Allerschönste immer ist an so einem Motorschaden? Oder nicht das Allerschönste, aber eine sehr schöne Sache. Dass das so oft passiert, wenn man neue Komponenten einbaut immer noch. Also ich habe wieder, also ich glaube, der letzte Motorschaden, den wir hatten, war in Österreich in der Fahrerkarriere, im Sprint dort. Und da war auch ein neues Getriebe drin, das ist dann kaputt gegangen. Hier war jetzt, glaube ich, alles neu. Das waren alles, wo ist der Scheiß? Das waren alles frische Komponenten. Hier, also mehr oder weniger. Ich glaube, das hier nicht und das hier nicht. Diese Dreier, die beiden nicht. Aber die anderen waren alle frisch. Und sowas geht dann ausgerechnet kaputt. Und davor das Rennen sind wir mit so einem 50%-Teil hier gefahren. Und da ist nichts passiert. Also, ja, ist halt immer noch sehr random leider mit diesen Motorschäden. Aber es kommt immerhin nicht ganz so oft vor. Das ist eine gute Sache. Oh, Lewis Hamilton tritt zurück. Auch hier, wie in der Fahrerkarriere. Lol. Das kündigt er nach seinem Sieg in Silverstone an. Das ist interessant. Ja, krass. Somit wird bei Mercedes dann Cockpit frei auf jeden Fall in der kommenden Saison. Das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich habe alles probiert, hat leider nicht sollen sein heute, aber wieder ein starkes Wochenende. Alles, was wir beeinflussen konnten, war richtig gut, finde ich. So kann es gerne weitergehen. Dann beim nächsten Mal, beim ersten Rennen in Frankreich in dieser Karriere, wird cool, dort mal wieder zurück zu sein. In Spielen mag ich die Strecke echt gerne. Das war's, haut rein!